so lächerlich, dass da zwei Helis kamen mit Gegnern. Ja, vor allem an einen Spot. Da kam ja auch noch ein Fahrzeug an. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde, DMZ. Mit Widerstand lokaler Einheiten. Achtet auf andere Söldner im Gebiet. So, achtet auf andere Söldner im Gebiet. Wieder sehr gut. Wir sind wieder auf demselben Punkt gestartet wie letzte Runde. Wir hatten eben eine Einführungsrunde und wie ihr vielleicht mitbekommt, beziehungsweise seht an unserer Ausrüstung, ist sie nicht so gut gelaufen. Und ich suche gerade Kuschak Konstruktionslagerhaus. Wenn du das finden würdest, wäre auch nett. Da unten ist Fortress. Der Zug kommt auch in unsere Richtung. Guck mal, ist es das hier? Ne, das ist Kunstmuseum. Ach stimmt, der Zug kommt. Ja, auf und auf und auf. Auf den Mistkerl fertig! Das war meine Granate. So. Wo ist denn das Kuschuk-Lagerhaus? Ah, hab's gefunden. Direkt oben links. Da können wir auch direkt hingehen, und uns ausrüsten dann da oben. So. Ja, also unser Ziel ist es, mit dieser Serie hier in diese gelben Gebiete mit der Radioaktivität zu bekommen, um die M13 freizuschalten. So. Perfekt. Beide sind auf dem Zug drauf. Guck mal, noch eine Munitionskiste und Profis. Okay. Profi-System eingesetzt. Oh, sie haben es gefixt, oder? Nein. Das kann man immer noch nicht die. Ja, okay. Doch, geht, es geht besser. Geht besser. Merkt man schon, wie traurig und schlecht die Spielprogrammiert ist. Vorräten, um deine aktive Mission abzuschließen. Also gut, letztes Mal, wo wir hier dran. Von wo wurde ich denn jetzt geschossen? Oh mein Gott. Hab eine Panzerungskiste gefunden. Oh, hier ist ein Rucksack. Ja, hol ihn dir. Ein Dreier sogar. Nice. Jetzt für mich noch ein Dreier und dann bin ich zufrieden. Naja, Munitionskiste habe ich schon. Ich habe eine Zweier gefunden. Ich meine jetzt Rucksack. Hast du einen mittleren Rucksack? Achso, nee, habe ich nicht. Warte. Ich weiß nicht, ob du den. Okay, gut, danke. Ich habe ihn schnell aufgesammelt bekommen. So, hinterer Abteil. Machen wir mal hier ein Kreuzchen, dass ich eine Dreierweste bekomme. Nee. Doch, da ist eine Dreierweste. Wo? Hier. Ah, perfekt. Danke, mein Messer. Ist mir übrig gelassen. Geil. So, ich würde sagen, hinlegen. Oder in einen sicheren Spot, weil hier sind. Guck mal, da sind überall Bots. Ah, der eine hat uns gesehen, danke. Wird jetzt der Zug schon dahin, wo wir müssen? Ja, der fährt genau da oben links hin. Genau da ist er angepinkt da oben. Genau. Also mal für die Zuschauer, unser Plan ist ja, wie gesagt, da diese goldene Spieler. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Der ist tot, der ist down. Der andere Teammate muss da sein irgendwo. Ultra 1, schließe Aufträge ab, um an Vorratsstationen aus. Hat der mich gerade erschreckt, ey? Ultra 1, ein Operator nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Hä? Ach so, der tritt unserem Team bei, oder was? Hä? Was hatte der? Lass ihn einfach liegen. Was hatte der für Waffen? Hä? Oh! Ich hab dich gesehen, mein Freund. Schade, den habe ich nicht bekommen. Das war ein Spieler, der gerade da runtergehopst ist, meiner Meinung nach. Oh, guck mal, neben dir liegt was. Oh. Nee, ich will die Tag. Meiner Meinung besser kann ich damit umgehen. Oh. Überall KI-Spieler. So,
Ah, das wird jetzt noch ein bisschen dauern hier, aber so kommen wir, glaube ich, sicher an unser Ziel. Shop können wir uns ja auch noch für Geld uns ein paar Platten nur kaufen. Ah, das wäre eine gute Idee. Ist der Shop auch da oben? Ah, perfekt, direkt daneben. Ja. Ich meine, ich habe ja auch eine Panzerungskiste. Ja, ich auch. Aber ich meine, da wäre sogar vielleicht noch eine. Ich gehe nochmal gucken. Ist gerade irgendjemand gestorben? War es hier unser Mate, der hier draufsteckt? Ja, das kann sein. Also ich habe gerade irgend so ein Geräusch gehört. Also als wäre gerade jemand hier verreckt. Rechts von uns Schüsse. Auf mich. Komm gut. Ich könnte spüren, hier wäre irgendwo. Oder? Ach, guck mal, hier ist ein Trophysystem. Hier bleibe ich liegen. Ich finde es geil, dass sie es wenigstens eingebaut haben hier in dem Set, wenn der Zug in ein öffentliches Gebäude oder so reinfährt, dass er langsamer fährt. Ja. Von all der Scheiße, die sie sonst. Lade panzerbrechende Munition! Okay. Panzerbrechende Munition. Ich weiß ja jetzt nicht, wo so gut das ist. Ich habe sie, glaube ich, noch nie in diesem Spiel hier ausprobiert. Ich weiß zumindest aus dem alten Spiel, was das ist. Aber ich weiß noch nicht den Effekt jetzt hier raus. Ich habe sie jetzt mal einfach in die. Was ist das hier? Winchester? Lockwood, okay. Für mich sieht's aus, als wäre es eine Winchester. Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Ist wieder erhöhte Aktivität. Einfach Kopf unten lassen. Ja. Ich würde sagen, wir steigen hier aus und rennen dann den Berg halt hoch. Ja. Ganz im Shop ein bisschen Platten kaufen. Ich habe ja noch eine Plattentruhe. Wir können ja beide unsere Plattentruhen dann zünden. Dann haben wir einfach die Platten, wenn ein paar, finde ich sinnvoller. Ja. Können wir wieder unsere Platten ja wegschmeißen, dann wieder neu aufsammeln. Dann sind so relativ gut die Platten. Aber im Inventar können welche kaufen. Vielleicht auch Gasmaske kaufen. Ich sehe mal keinen Botsch in der Nähe. Aber bei, so wie ich das kenne, steht direkt um der Ecke einer und schon haben wir das ganze Gewusel. Also vorne ist ein Heli, wo ich so runtergekommen. So. Ja, guck mal, da vorne steht ja schon einer. Da steht eine ganze Horde. Ich versuche die mal zu umgehen. Hier links rüber. Wir bräuchten mal eine Sniper, die wir nicht haben. Ja, ich habe diese Winchester bzw. Lockwood. So, der Shop ist direkt da rechts. Kommen wir dahin, ohne gesehen zu werden? Ja, kommen wir. Perfekt. So, dann verkaufe ich gerade meine Materialien. Nevermind, ich höre eine Granate. Munition. Also, ich wollte jetzt keine Munitionskiste droppen. Mein Fehler. Ich schmeiß mal die Panzerungskiste. Panzerung hier! Oben war mir auch. Wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Guck mal, ich schmeiß mal alles hier. Guck mal. Ich hoffe, okay, deck mich. Boah. Also, von da oben. Schutz eingesetzt. Bots kommen. Das nicht ohne. Atmen. Okay. Ist noch einer. Okay, mal gucken, ob wir jetzt hier in dieses Haus reinkommen. Kommen wir hier rein? Ja, kommen wir. Guck mal, wir kommen hier rein. So, ich decke. Nein, du bist in einem gesperrten Bereich. Wachsam bleiben. M16. Hm, nicht so mein Ding. Ist ein Selbstrett für dich? Okay. Ja, musst du halt rausgehen aus der Kiste, sonst kann ich ihn nicht holen. So.
Und noch eine weitere Truck. Truck hole ich mal mit, falls ich mal sterben werde. In der Zukunft. Vor uns. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Hier unten. Da ist jemand mit Schild. Stehe unter direktem Beschuss. Wer fällt die Granate? Oh mein Gott. Stehe unter direktem Beschuss. Ich heile mich vor. Ich hab dich. Danke dafür. Der Schildtyp ist weg. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Der ist da noch, aber der hat Break. Tot. Perfekt. Ach so, das hat mich getötet. Diese Sprengfallen. Ach, geil. Hab ich gar nicht mitbekommen. Nur eine Dreierweste kann man halt nicht mitnehmen. Weiß nicht, ja komm, die nehme ich mit. Ich glaube, die ist besser hier auf dem. Ups. Machst du das? Ja. Ultra, du musst mit diesen Zielobjekten extrahieren, um deine aktive Mission abzuschließen. Ja gut, aber so berauschend finde ich es gerade hier nicht. Mittlerer Rucksack habe ich schon. Ich würde halt schon sagen, wir sind ja schon eigentlich relativ gut. Festplatte nehme ich noch mit. Okay, ich werde anscheinend, wenn ich im Menü bin, zu dem Dings hingezogen. Was, was gibt's hier hinten noch nichts. So? War's das jetzt schon? Also. Ich weiß ja nicht, was, was findet man denn hier noch so in diesen Dingern? Totenstille. Ah, hört sich auch ganz nice an. Voll ja. Wir können ja wieder zum Shop zurück. Dann, ja. Und dann zum Exit. Und dann bei der nächsten Runde mit voller Zeit. Hast du schon eine Gasmaske? Nee, hat tatsächlich noch nicht. 1-1. Wir brauchen diese Zielobjekte, um den Missionsfortschritt zu sichern. Hast du eine? Begib dich zur Extraktion. Oh, ich hab einen großen Rucksack gefunden. Ah, guck mal an. Ja, dann sind wir optimal ausgerüstet. Hm. Oh, Alter. Fuck. Ja, jetzt müssen wir glaube ich erstmal wieder rauskommen. Bei mir? Wo? Ungefähr da. Ja, da kommt einer, Achtung. Perfekt. Da kommt Munition hier. So, ich gehe schnell beim Shop verkaufen. Ja. So, du kannst auch verkaufen. Dann gebe ich dir das Geld und dann guckst du mal, was du damit machen kannst. Ja. Ja, so mit nichts. Ich könnte dir noch hast du noch eine Gasmaske? Nee, ich habe keine Gasmaske. Okay, schnell Gasmaske kaufen, wieder kommt ein Dings. Perfekt, danke. Okay, wir müssen weiter. Ja. Ich würde sagen, wir gehen zum Exit. Ja, Fahrzeug und dann zum Exit. Ich werd angeschossen. Ja, ich hab schon den getötet, den einen. Irgendwie. Eieieiei. Versunkenes Schiff vor der Küste von Almastra. Wo ist denn das versunkene Schiff, Alter? Guck mal, das hier. Ja.
Ach. Einfach weiter. Ja. Okay, hier zu stehen zu bleiben ist doof. Ja, es sind viele. Okay, State City ist irgendein... Ultra 1, Dino 4, wir nähern uns der Landezone. Boss aufgetaucht, anscheinend so ein Festungsboss. Ich fahr mal das Fahrzeug hier weg, nicht dass uns das gleiche passiert wie beim letzten Mal. Ja, es sollte ja eigentlich schon weit weggeparkt haben. Da hinten kommt ein Heli runter. Wir sind schneller. Dino 4 beim Evakuierungspunkt. Achtung, wir können hier nicht lange bleiben. Ich bin drauf. Ja, same. Ja, perfekt. Ist doch gut gelaufen. Ja, mir ist einer von zwei. Was meinst du von einem von zwei? Wir müssen ja noch die eine jetzt als nächstes, wir haben ja noch nicht M13, müssen jetzt als nächstes noch die Mission machen mit dem... Achso, ja. Mit dem Strahlungsblock, auch hoffen, dass wir den jetzt zweimal kriegen. Exakt, Mo. Ja. Und ich habe zwei Gasgranaten dabei gehabt. Hat's gezählt. Perfekt. War eine schöne Runde. Ja. Meiner Meinung. Ich habe auch zwei Bandagen mitgebracht. Ja, guck mal, haben wir direkt schon einen Auftrag noch abgeschlossen, ohne es zu merken. Also von mir aus. Also ich habe, also die Bandagen, die habe ich mit Absicht genommen. Also 7000 XP. Ja, kann man machen. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, sieht man sich in der nächsten Folge. Definitiv.